Weiß einer, wo Nico steckt? Der ist schon wieder zu spät. Keine Ahnung. Ach, der ist halt unzuverlässig. Verboten. Mir doch scheißegal. Weiß einer von euch, wo wir als nächstes hin können? In eine alte Brauerei. Ist doch bescheuert, was sollen wir denn da? Ich glaube, Nico kommt. Ach, hier seid ihr. Hallo? Nico, du bist zu spät. Oma Nico, warum bist du jetzt schon wieder nicht gekommen? Ich habe sehr lange auf dich gewartet. Ich habe im Moment niemanden mehr zum Spielen. Ich finde es schade. Ich frage mich nur, was er tut. Ich bin sehr enttäuscht. Wir wollten eigentlich letztens zusammen was Schönes unternehmen. Ich werde ihn morgen mal drauf ansprechen. Hallo Nico. Hallo Lucy. Ich habe auf dich gewartet. Lange. Ja, tut mir leid. Ich muss noch mein Zimmer aufräumen. Ja, schön. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Ich hab dir doch eine SMS geschrieben. Ja, schön. Das ist keine richtige Entschuldigung. Ja. Tut mir leid. Naja, ich muss jetzt aber los. Tschüss, Lucy. Wohin gehst du? Das darf ich dir nicht sagen. Das ist geheim. Simon, lass den Scheiß. Wieso denn? Geht gewaltig auf die Nerven, ne? Ich finde es nur Spaß. Mach es aus oder ich schmeiß es an die Wand. Ja. Also ich kenne einen Tunnel und er wird gerade restauriert. Und die Restaurierung ist cool. Oh, halt die Fresse, wenn ich rede, hast du gefälligst deine Scheißklappe zu halten, ne? Ey! Mann, Alex! Boah, Simon, krieg mal deinen Bruder unter Kontrolle. Was kann ich dafür? Ist mir doch scheißegal. Mach, dass er aufhört. Hör auf, Alex! Sieht eigentlich eine ganz schöne Prügelei. Es nervt einfach. Nee. Die mische ich da gar nicht ein. Nico, 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 was fällt dir eigentlich ein? Sag mal, geht's noch? Du kannst nicht einfach immer zu spät kommen. Wenn ich dir sage, du sollst hier pünktlich sein, dann hast du gefälligst auch pünktlich zu sein. Ich will nicht alles eine Milliarde Mal erzählen müssen. Das ist doch eine Scheißgang hier. Und du hörst jetzt gefälligst auf mit diesem Scheißgequake. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Während ihr hier nur Scheiß gebaut habt, hab ich mal die Gegend ausgekundschaftet. Weil hier nebenan gibt es nämlich ein Haus. Victoria, da kommt jemand. Hallo? Wer bist du? Was machst du hier? Ich habe euch die ganze Zeit hinterher spinnet. Ich weiß, dass ihr eingebrochen seid. Entweder ihr lasst mich in eure Gruppe oder ich verpetz euch. Von mir aus. Fass nicht meine Lederkanz, sonst hab ich da deine Fingerdapper drauf. Lass den Scheiß. Komm her, Mädel. Wie ist dein Name? Lucy. Halt jetzt, bin ich jetzt in einer Clique drin oder nicht? Nein, vorher musst du noch etwas für mich erledigen. Ich habe da schon so eine Idee. Warum verfolgst du mich? Das wird für auch mal ein Gang sein. Der ist jeder, aber nicht. Geht es wohl? Er müsste dich auch nicht in meine Angelegenheiten. Woher willst du denn wissen, dass du es geht? Warum kommst du die letzten Tage immer gar nicht? So ein mieser kleiner Scheißkerl. Darf ich jetzt endlich noch gehen rein? Nein, vorher musst du noch etwas erledigen. Und ich habe auch schon so eine Idee.
jemand, Alex, tu die Leiter weg. Aber das dürfen wir doch gar nicht. Jetzt mach's schon. Okay. Sag mal, piept's bei dir noch? Was machst du da? Ich hab euch gesehen, gestern, am Brunnen. Du kennst Lucy. Komm, helf mal. Los, Abmarsch. Mal zu mir. Ja. Ich stehe im Parkverbot. Mensch, Karl, wieso machst du die Tür zu? Hallo Lucy, schön, dass du da bist. Mensch. Was fällt dir dabei ein, du kleines Miststück, als Lucy auf dem Dach war, einfach die Leiter wegzuziehen? Wo ist dein Problem? Es war die Mutprobe. Und was ist, wenn sie erwischt worden wäre? Ihr Problem, wenn sie nicht aufpasst. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheißklicke. Dann steig doch aus. Weicheier! Komm, Lucy. Aber es ist doch okay so, oder? Naja, ich hab doch die Mutprobe bestanden. Mama, wo ist mein kleiner blauer Rucksack?